Wir sind immer Teil von Kreisläufen. Wir wollen eine umfassende Integration der vielfältigen Kreisläufe. Wir sind stets Teil von Ökosystemen, sozialen Strukturen, wirtschaftlichen Prozessen und gestalterischen Entwicklungen. Bei jedem Projekt müssen wir diese Kreisläufe berücksichtigen und aktiv mitgestalten. Die zweite Stimme des Abends: Wir wollen ein obligatorisches Schulfach ein Jahr länger. Wir gehen alle länger zur Schule, und zwar, wir sensibilisieren immer Gruppen, die schon sensibel sind. Deshalb wollen wir viel früher ansetzen, haben da einen groben Plan, aktive Raumexamen sensibilisieren. Wir wollen Rentnerinnen als Netzwerk für Experimente in ihren Gärten. Wir wollen Gönnerinnen, dass wir endlich mal ausprobieren können. Wir wollen Tiefgaragen fluten und auch Indooranlagen bauen. Wir wollen ein Manifest, das unsere Werte widerspiegelt, die auf allen drei Ebenen der Nachhaltigkeit basieren. Wir wollen eines, das die Klimaziele ernst nimmt und sie zu erreichen versucht. Wir wollen eines, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und das uns mit den politischen Herausforderungen unterstützt. Wir haben heute sehr viel über Lösungen, konkrete Lösungen im Entwurf gesprochen. Doch in der Praxis kennt ihr es, steht ihr dann da und so, ja, wir würden gerne das und das machen, aber das Wettbewerbsprogramm lässt das nicht zu. Diese und jene Rechtsgrundlage lässt das nicht zu. Weswegen? Weil diese Programme und Rechtsgrundlagen und dergleichen oftmals nicht von uns geschrieben werden und die Leute, die das schreiben, nicht wissen, was wir brauchen, um innovativ zu sein, um Lösungen zu finden. Deswegen müssen wir mehr Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen in die frühen Phasen der Planung kriegen, denn da werden die Weichen für Mögliches und Unmögliches gestellt. Wir sind pro Neophyten. Ich habe die dankbare Aufgabe, das hier zu sagen. Kein Problem. Ja, genau. Ich glaube, da geht es mehr um ein Symbol. Und zwar wird viel geredet, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen mutig sein. Und das ist eine Kulturfrage. Und ich glaube, das ist ein schönes Symbol. Es war ein Beispiel mit dem Götterbaum am Escherwiesplatz, der aus jeder Ritze einfach gewachsen ist und dass es einfach ästhetisch und gestalterisch unglaublich spannende Potenziale hat, nebst den anderen Diskussionen. Also Robustheit hat ganz viele Gesichter und ich glaube, da müssen wir flexibler und agiler im Denken werden und auch ein bisschen fehlertoleranter gegenüber allen. Genau. Wir haben schon gehört, Reduce, und es fehlt natürlich noch Refuse, was wir vorhin auch noch vernommen haben. Reuse and Recycle. Deshalb, ihr versteht's. Wir wollen aktiv die Grauenergie mit einbeziehen, die Lebenszyklen beachten und den gesamten Entwicklungsprozess berücksichtigt sehen. Nur so kann eine nachhaltige Entwicklung gefördert und ökologische Verantwortung auch übernommen werden. Ja, diese Wolle wurde mir im ersten Diskussionsteil von heute schon vorweggenommen. Wir müssen sichtbar werden, weil wir haben viele gute Ideen, aber uns fehlen die Leute, die diese Ideen in die Welt heraustragen. Wie oft werdet ihr gefragt, was machst du genau, Landschaftsarchitektur, hä? Das sollte weniger passieren, weil wenn wir bekannter und sichtbarer wären, hätten wir sicher auch mehr Studierende. Wir haben jetzt schon Rekorde, aber es können noch mehr sein. Denn je mehr Leute das unsere Ideale in die Welt heraustragen, desto mehr können wir bewirken. Aktivismus bedeutet nicht, politisch Verbotenes zu tun. Und es geht auch nicht darum, gegen etwas zu sein. Es geht darum, die passive Haltung zu verlassen und ins aktive Handeln zu kommen. Wir wollen unserem Unbehagen Raum geben und aktiv Sachen für die Zukunft tun. Hands on, und dafür braucht es uns alle. Und der letzte Punkt, wer bin ich? Das ist der Punkt, der wahrscheinlich am meisten Mut braucht, zu sich selber zu schauen und sich Fehler eingestehen, Schwächen, Stärken. Weil ich bin auch nervös, ihr merkt's. Und das braucht Mut, hier zu stehen und irgendwie jemanden auf die Füße zu treten. Das gehört dazu. Ungeduldig sein ist nicht angenehm. Und ich glaube, da müssen wir auch Stimmen haben. Wir müssen Verständnis haben
Und wir müssen wissen, was können wir gut und was können wir nicht gut, und dann holen wir uns Hilfe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Wir können nicht nur schreien, sondern wir müssen auch an uns arbeiten. Genau. Diese Stimmen, die wir jetzt gehört haben, sind an einem Abend entstanden. Das Ganze angestoßen wurde vom OK des Rapperswiler Tags mit einer Einladung zu einer Tavolata. So trafen wir uns im Anfang Januar zu einem geselligen Abend. Die grobe Idee war, dass sich junge Landschaftsarchitekten zusammentun und zur Thematik, wie eigentlich so eine zukunftsfähige Landschaftsarchitektur aussehen könnte, mit Einbezug des Klimawandels und immer knapper werdenden Ressourcen. Anonym, ohne TeilnehmerInnenliste, trafen wir uns also in Zürich im Niederdörfli zu einem gemeinsamen Abend. Nach ersten großen Hallo und Wiedersehen stand schon bereits das erste Traktandum auf dem Programm. Wir durften uns gegenseitig vorstellen anhand eines selbst mitgebrachten Gegenstandes. Es ging darum, wer wir sind, wie wir zum Thema des Abends stehen, generell, wo wir Kreisläufe in der Zukunft sehen und wo Herausforderungen in der Landschaftsarchitektur. Erste Erkenntnisse wurden gesammelt, Gemeinsamkeiten wie aber auch Gegenpole wurden erkannt. Erste rege Diskussionen kamen wirklich ins Laufen und wurden aber dann auch schnell wieder zugeordnet in klare Handlungsfelder. Mit diesen Handlungsfeldern ging es dann auch im zweiten Teil des Abends weiter nach dem Abendessen. Es ging darum, in neuen Gruppen sich zu einem Thema zu vertiefen und da ein Prototyp zu skizzieren eines Handlungsablaufes. Es ging darum, ganz zeitnah Ideen zu generieren, die mal radikal, mal liberal, mal ganz durchdacht, innovativ oder kreativ sind. Diese Ansätze haben wir jetzt auch gehört und waren am Schluss Ergebnis dieses Abends und wurden sich gegenseitig vorgestellt. Die Methode, nach der dieser Abend gestaltet wurde, nennt sich Design Thinking. Und es geht dabei darum, dass man in dynamischen, iterativen Kreisen versucht, Lösungen für komplexe Probleme zu finden. So. Doch ich denke, es war nicht nur diese Methode, die ausschlaggebend war dafür, dass wir so viele gute Lösungen gefunden haben, sondern es war auch die Vielfalt, Offenheit und das Engagement der anwesenden Leute. Ich persönlich, als ich da diese Einladung gekriegt habe, habe ich mich darauf eingestellt, dass da ein paar politische Schlachtrufe hin und her geworfen werden von jungen Leuten und so. Doch was ich angetroffen habe, waren viele reflektierte und engagierte Fachpersonen aus der vollen Bandbreite unseres Aufgabenfeldes, unseres Berufsfeldes. Und das hat mich zugegebenermaßen etwas überrascht. Und ich fand es cool, weil es gezeigt hat, dass doch alle sehr reflektiert sind. Und selbst wenn da immer mal wieder so sehr etwas naiv anmutende Ideen jetzt da kamen oder so, die wurden immer sehr bewusst formuliert, im Wissen, dass wir als junge Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen uns auch etwas in dieser Aufgabe sehen, den Status quo zu hinterfragen und etwas aufzuwirbeln. Wir haben, glaube ich, festgestellt, dass es wichtig ist, um uns diese Bandbreite an Aufgaben anzunehmen, auch etwas aus der Komfortzone auszubrechen, zum Beispiel hier mal auf dieser Bühne zu stehen und so dann zu diesen Lösungen zu kommen. Die Scheuklappen, die wir oftmals aus dem Alltag, wo wir immer wieder vor denselben Problemen scheitern und so, und auch die Scheuklappen unserer spezifischen Aufgabenfelder innerhalb der Landschaftsarchitektur, die etwas abzulegen und mal zusammenzukommen und zu diskutieren. Weil wenn wir das machen, dann finden wir Lösungen. Und was dann noch fehlt, ist einzig der Mut, auch an diesen Lösungen zu arbeiten. Ich kann nur jetzt aus meiner Stimme reden. Und zwar, es ist richtig anstrengend, wenn man alleine irgendwo hin will. Und man braucht wirklich Rückenwind. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Dankeschön. Wir kriegen hier eine Plattform. Wir haben auch ein super Risotto gekriegt und viel Bier.
Übrigens. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch dieser Wert, es ist nicht nur, es ist auch dieser Netzwerkgedanke, der zählt. Also Rapitag ist ja par excellence hier. Und vielen Dank dafür, dass wir diese Möglichkeit kriegen, hier aufgelistet. Ich lese jetzt nicht runter. Ihr kennt das OK und natürlich, Tatjana ist, glaube ich, auch im OK, oder? Vielen Dank auch fürs Organisieren. Jetzt ist fertig mit Fall rumsitzen. Wir haben eine kleine Aufgabe für euch zum Denken, weil wir haben jetzt genug geschwatzt, oder? Ja, natürlich, jetzt seid diskutiert und dann schreibt auf und tauscht euch aus. Ihr bekommt jetzt alle ein paar Zettel, lest die Fragen gut durch und versucht dann, das für euch rauszunehmen, was ihr am besten morgen schon umsetzen wollt. Also das, was ihr als brennend empfindet. Und wir haben da drüben beim Fenster eine Wäscheleine mit ein paar Wäscheklammern aufgehängt. Und da könnt ihr sehr gerne die kleinen Zettelchen aufhängen mit euren Ideen drauf und wenn ihr mögt, auch mit eurer Mailadresse. Vielleicht entsteht ja was draus. Ein kleines Netzwerk. Vielen Dank.